Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video in F1 22. Marcel ist wieder da. Hallo, mir geht's wieder besser. Ja, das freut uns natürlich und heute werden wir 5 Runden entgegengesetzter Fahrtrichtung fahren. Allerdings habe ich vorher noch eine Aufnahme für euch und zwar speziell mit den ganzen Daten zu der Strecke. Und während des 5 Runden Grand Prix, den Marcel und ich entgegengesetzter Fahrtrichtung fahren, haue ich euch erstmal so dermaßen die Daten aus der Vergangenheit raus. Erstmal Dankeschön an euch, dass ihr das letzte Video zurück in die Vergangenheit, was Großbritannien oder Silverstone angeht, das wurde über 1000 Mal aufgerufen. Ganz großes Dankeschön und genauso mache ich auch weiter. Und ich würde sagen, legen wir los. So, legen wir los mit Spielberg rückwärts. Erstes Mal für mich in F1 22. Die Streckenlänge beträgt 4318 Meter. Es sind insgesamt 10 Kurven, damit wir das ein für alle Mal klarstellen. Ja, der kleine Abschnitt zwischen der Kurve unten links und oben rechts ist eine Kurve. Hört auf, darüber zu diskutieren. Es ist eine Kurve. Insgesamt 10 Kurven sind es. 3 links und 7 Rechtskurven. 71 Runden werden am Sonntag gefahren. Die Bestzeit stammt aus dem Jahre 2020 von Carlos Sainz im McLaren mit einer 1:5:6:1:9. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ehrlich gesagt auf Red Bull, Ferrari oder Mercedes gesetzt. C3, C4 und C5 sind die Reifen, die am Wochenende gefahren werden. Der Druck der Reifen vorne 24 PSI. 20 PSI hinten. Die Sturzeinstellung minus 3,25 Grad vorne, 1,75 Grad hinten. Und last but not least, Gefälle 9% und Steigung 11%. Und nun geht's ab in die Vergangenheit. 3, 2, 1 und los. So, liebe Freunde, der Österreich Grand Prix im 5-Runden-Modus und zwar Verkehrterum ist damit offiziell eröffnet. Fangen wir an. Ganz weit in der Vergangenheit müssen wir starten. Denn 1975 gewann ein gewisser, das muss ich ablesen, Vittorio Brambilla. Und zwar nach einem Regenchaos nach nur 29 Runden. Das Kuriose an dieser Geschichte war, er hat die Arme hochgerissen, das Rennen gewonnen und dann hat er sein Auto weggeworfen. Hat aber den Sieg auf jeden Fall behalten. Ich hab's auch nicht glauben wollen. Hat nicht gemacht. Doch, hat er wirklich. Naja, soll es auch alles geben. Jetzt springen wir mal 7 Jahre weiter Richtung Richtung Gegenwart und zwar 1982, das Fotofinish-Finale zwischen De Angelis und Rosberg. Ich denke mal, der ein oder andere wird sich daran noch super erinnern. 2 Jahre später gewann nämlich der Lokalmatador Niki Lauda im McLaren sein Heim-Grand Prix trotz Getriebeschaden, wo 2 Gänge mal eben den Geist aufgegeben haben. Hätte ich auch nicht kommen sehen. Mansell gewann zwar 1987 das Rennen, aber das, was keiner dann wirklich dann glauben konnte, ist, dass er mit seinem Kopf nach dem Rennen gegen einen Stahlträger kam und damals doch Murray Walker gesagt hat, ja, du hast an enormous bunt, a bump on your head, wo er dann gegengepackt hat. Und ja, ich denke mal, der eine oder andere kann sich bestimmt noch an diese besagte Situation erinnern. Springen wir weiter. 10 Jahre geht es jetzt schon wieder Richtung Gegenwart. 1997, Eddie Irvine gegen Jean Alesi, wo mal eben der Franzose eine kleine Flugstunde einlegte, indem er über den Ferrari von dem Iren rübersprang. Vielleicht wisst ihr noch genau, was ich meine. 1999, McLaren steht sich selbst im Weg und zwar in Kurve Nummer 3. Ja, kann alles Mögliche passieren. Und ich glaube, Häkkinen hat danach sogar das Rennen sogar aufgegeben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ein Jahr später, ganz kurios, Ricardo Zonta in Kurve 3 erleidet einen Motorschaden und kriegt quasi den Kran vor dem Kopf. Wer von euch kann sich noch an diese Situation erinnern? Ja, da bekam der Kranwagenfahrer dann erstmal die Quittung, nämlich den goldenen Mittelfinger. Aber jetzt etwas, wo ihr euch garantiert daran erinnern könnt. 2001, ich sage nur, oh dear! Genau, Juan Pablo Montoya wird per Funk gewarnt, dass ein Hirsch über die Strecke gelaufen ist. Ja, es hat es alles gegeben. Also, ich kann mich an gerade mal der Hälfte der Sachen, die ich jetzt hier vorlese, gerade mal noch erinnern. 2002, und das müsste viele von euch auch wissen, die Ferrari-Team-Order und das Ausbuhen von dem Publikum. Kann ich aber auch verstehen, da war ich überhaupt nicht mit einverstanden. Auch 2002, der Heidfeld-Sato-Crash, der war schon richtig brutal.
Roman von Nicky Heidfeld, von Nick Heidfeld, Nicky Heidfeld, genau, von Nick Heidfeld dann quasi ungebremst in die Karosserie des Japaners krachte. Auch 2003, Michael Schumacher und der brennende Ferrari in der Boxengasse. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das in Anführungszeichen nochmal gut geht, wenn man sich bedenkt, was damals am Hockenheimring passiert ist. Machen wir weiter. Die letzte bis dato Williams Pole, Felipe Massa 2014 und Valtteri Bottas, sein Teamkollege, belegen die Startplatzierung 1 und 2. Und das ist die erste Front Lockout seit 1993. Hättet ihr das gedacht? So lange mussten die Briten warten. Gehen wir 2 Jahre weiter. 2016 ist einiges passiert. Nämlich das Mercedes-Battle in der letzten Runde. Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton. Naja, das war einfach nur... Ja, das war nicht gerade clever, was der spätere Weltmeister dann gemacht hat. 2016 war aber auch der Tag, wo Pascal Wehrlein im Männer einen Punkt geholt hat. Das hätte ich auch nicht kommen sehen. Und Sebastian Vettel erleidet als Führender einen Reifenschaden und muss dann schlussendlich aufgeben. Ja, was haben wir denn noch? Genau, Verstappen, Leclerc. Ich war live da. 2019 war ich beim Österreich Grand Prix und ich habe gesehen, wie Verstappen und Leclerc sich schön ein hartes Battle gegeben haben. Das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Es war ein echt geiles Wochenende. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon mal bei einem Grand Prix wart. Wenn ja, welchen und welches Jahr. Das wäre echt super. Und last but not least, das Norris 2020 Podium, nachdem Hamilton eine Strafe bekam, weil er Albon quasi genau an dieser Stelle, wo Marcel sich jetzt befindet, ins Kiesbett geschubst hat. Da war ich aber auch damit auch einverstanden, dass Hamilton dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch auf jeden Fall gefallen. Das waren 17 Daten, die ich mal eben klar gemacht habe. Und freut euch schon mal auf Frankreich, da mache ich das Ganze nochmal. Ob ich 17 zusammenbekomme, zumindest für Paul Ricard, das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Und es sieht so aus, als ob der feine Herr Marcel hier das Rennen gewinnt. Ah, jinx das nicht. Es gibt noch eine Kurve. Aber... Verdammt! Ja. Ah, okay. Damit hat Herr Fischer das Rennen gewonnen. Meinen Glückwunsch. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und das supportet auch meinen Kanal. Checkt auf jeden Fall das Video von Marcel ab. Also ich kann nur mit dem Kopf schütteln, was ich damals für eine Idee hatte. Ihr werdet euch wahrscheinlich einen ablachen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt auch gerne meinen Instagram-Account ab. Da gibt es samstags und mittwochs einen Insta-Post über alles Mögliche. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao.